Neben mir Frau Dr. Klawischnik von den Grünen. Wie sehen Sie die Lage und was sagen Sie zum heutigen Abend? Ich glaube, wir sind alle irgendwie schon so angespannt und aufgeregt. Es hat, glaube ich, in den letzten, seit ich mich erinnern kann, keinen spannenderen Wahlabend gegeben als den heutigen. Man muss den jetzt irgendwie überstehen und wir werden erst morgen das Ergebnis wissen. Ich bin nur sehr, sehr stolz und ich freue mich für das Team von Alexander Van der Bellen, dass diese wahnsinnige Aufholjagd, dass das gelungen ist, von 21% jetzt auf 50%, vielleicht sogar auch plus eine Stimme. Das ist schon ein sehr schöner Erfolg für ihn. Und Sie spüren jetzt auch die Kraft der Veränderung, die durchs Land geht? Das kann ich überhaupt noch nicht sagen. Im Moment ist das ja alles spitz auf Knopf sozusagen. Ja. Ich hätte es nicht erwartet, dass es gelingt. Viele haben das ja Van der Bellen nicht zugetraut, dass er überhaupt in die Stichwahl kommt und jetzt überhaupt in diese 50% Nähe kommt. Ich möchte mich bedanken bei allen, die da persönlich gelaufen sind, die überzeugt haben, die in der Familie, bei Freunden für ihn geworben haben. Es ist eine Riesenwahlbewegung geworden und schauen wir mal, ob es sich ausgeht. Ja. Dann wünsche ich einen schönen Abend, danke, erholsame sehr. Nacht und morgen sind wir wahrscheinlich klüger. Morgen sind wir alle wieder da, nehme ich an, und dann, wenn man, hoffe ich, und ich glaube daran, auch einen Grund zum Feiern haben. Ja, einen dritten Wahlgang wird es nicht geben. Ja.